gehört Lyrik in eine Akademie der Wissenschaften, lieber Herr Wagner? Oder nicht doch eher in die Akademie der Künste, liebe Frau Krippner? Ich könnte es mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Präsident der Akademie der Wissenschaften mit meiner Begrüßung zu diesem Abend mit dem Lyriker Jan Wagner und der Literaturwissenschaftlerin und Theologin Friederike Krippner einfach machen. Lyrik gehört als Gegenstand der Forschung selbstverständlich in eine Akademie der Wissenschaften. 1927 hat diese Akademie unter Leitung von Eduard Behrendt mit einer Edition der Werke Jean Pauls begonnen, der nun gewiss als Lyriker gelten kann. Die Leidenschaft macht die besten Beobachtungen und die elendesten Schlüsse, lautet einer der schönsten Jean-Paul-Aphorismen. Und zu seinen Gedichten, wenn das Jahresthema noch Luft nach oben hat, Frau Krippner, hätte man ohne Mühe auch noch eine Veranstaltung zum Thema Lyrik und Natur bei Jean-Paul organisieren können. Und wer im Frühling bitter ist und hart, vergeht sich wieder Gott, der sichtbar ward. Heute edieren wir die Briefe von Jean-Paul. Lyrik gehörte also mindestens schon einmal in diese Akademie und ihre berühmte, vormals preußische Tradition als Thema ihrer Edition und diese Editionen begleitenden Forschung. Gedichte über Natur schrieb übrigens auch Carl Philipp Moritz, den wir hier auch in der Akademie edieren, und auch er schrieb Gedichte über Literatur. Die Blumenknospe fängt sich an zu regen und zittert und entfaltet sich. Der hohe Eichenwald strebt dir entgegen und rauschet Himmel an durch dich. Moritz war nicht nur seit 1789 Professor für die Theorie der schönen Künste an der Akademie der Künste in Berlin, sondern auch Mitglied unserer Akademie, ein Vertreter der raren Schar der Doppelmitglieder zwischen beiden Akademien, zu denen heutigen Tags beispielsweise Wolf Lepenies zählt. Und selbstverständlich haben auch Wissenschaftler, die in der Berliner Akademie im Laufe ihrer über 300-jährigen Geschichte Mitglied waren, gedichtet. Also Mitglieder der Akademie der Wissenschaften und manche durchaus nicht nur als Liebhaber der Lyrik Stücke für den Hausgebrauch. Um ungefähr in den Zeiten zu bleiben, die wir schweizerdeutsch gesprochen mit Moritz und Jean-Paul angetönt haben, von Schleiermacher, einem meiner Vorgänger in der Leitung der Akademie, stammen ebenso poetische wie kluge Rätsel, Gedichte und Charaden, die, wenn ich recht sehe, erst nach seinem Tode gesammelt veröffentlicht wurden und noch nicht im Editionsprogramm unserer Schleiermacher-Ausgabe sind. Mein erstes ist nicht die Sonne, mein zweites ist die Wahrheit nicht, drum geb ich oft nur trügerische Wonne und stets ein ungewisses Licht. Mein erstes ist nicht die Sonne, mein zweites ist die Wahrheit nicht, drum geb ich oft nur trügerische Wonne und stets ein ungewisses Licht. Haben Sie es rausgekriegt? Mondschein. So formuliert ist die Lösung. Formuliert der Professor und Pfarrer, der hier nebenan in der Friedrichstadt in seinem Pfarrhaus wohnte, über das Mondlicht. Gewiss auch ein Naturgemälde und eines, das ganz unmittelbar in diese Akademie gehört, denn nicht nur Jean-Paul und Moritz, sondern Schleiermacher edieren wir auch noch. Mit den Stichworten hier nebenan und Friedrichstadt bin ich schon bei der Literaturwissenschaftlerin und Theologin Friederike Krippner, die diese Veranstaltung organisiert hat, als sie noch Koordinatorin unseres Jahresthemas der Jahre 2019-2020 war, Koordinatorin eben des Jahresthemas Naturgemälde.
Inzwischen sind Sie hier nebenan in der Friedrichstadt Direktorin einer anderen Akademie geworden, der Evangelischen Akademie zu Berlin am Gendarmenmarkt. Vor kurzem in dieses spannende, aber herausfordernde Amt eingeführt, das haben Akademiedirektorenschaften so an sich, ein Amt, in dem Sie Ihre literaturwissenschaftlichen wie theologischen Gaben und Kenntnisse zum Glänzen bringen können und werden, waren Sie so freundlich, noch einmal an die ehemalige Wirkungsstätte zurückzukommen und eine Veranstaltung dieses zu Ende gehenden Jahresthemas zu gestalten, möchten es noch viele Besuche hier werden und Auftakt enger Zusammenarbeit zwischen zwei Akademien am Gendarmenmarkt. Ich habe, das können Sie nicht wissen, anlässlich der Einführung von Frau Krippner ein Geschenk angekündigt, das einstige Türschild aus diesem Hause, das ich, bitte lachen Sie nicht, vor meiner eigenen Einführung nicht aus der Halterung zu bringen vermochte, Theologie und Technik, inzwischen mit präsidialer Autorität und einer Hilfe ungenannter Personen ist es aus der Halterung entfernt und kann nun feierlich übergeben werden mit der gebührenden Distanz. Einführungsgeschenk, liebe Frau Krippner, samt einem etwas weiteren prosaischen Geschenk, das ich im Büro liegen gelassen habe. Das wird jetzt der Cliffhanger, unsere Geschenkgeschichte. Natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollte ich angesichts unseres Gastes, lieber Herr Wagner, nicht über das Thema Lyrik in der Akademie nur mit Hinweisen auf Historie parlieren, sondern das Grußwort dazu nutzen, etwas grundsätzlicher zu werden. Mir scheint nämlich der Gründer dieses Hauses, das ist metaphorisch gemeint, der Gründer dieses Hauses war ein Bankier, aber der Gründer der Akademie, Leibniz, war ein Anwalt des Und. Theorie und Praxis, Sprachwissenschaft und Seidenraupenzucht, Texte und Objekte, Abhandlung über chinesische Sprache und ein Naturalienkabinett und, so könnte ich jetzt fortsetzen, Geistes- und Naturwissenschaften, analog und digital und so weiter und so fort. Da passt Lyrik, da passt Naturgemälde und, jetzt geht es direkt auf Wagner zu, Lyrikschachteln, Sammlungsschachteln, vorzüglich ins Programm einer Leibniz-Akademie. Sie hätten schon viel früher hierher kommen müssen. Ja, Sie machen deutlich, dass die Ratio unserer Programme nicht oder, sondern und war, ist und bleiben wird. Schachteln fürs und eben auch Lyrikschachteln. Es gibt von Ihnen, lieber Herr Wagner, ein Oktobergedicht und daran musste ich denken, als ich am Wochenende, um sehr persönlich zu werden, in die tiefe Kuhle, die entsteht, wenn man aus Mohnbrötchen die Füllung entfernt und separat isst, Quittengelee einfüllte. Wenn sie der Oktober ins Astwerk hängte, ausgebeulte Lampions, war es Zeit. Wir pflückten Quitten, wuchteten körbeweise gelb in die Küche. Ihr Gelee in bauchigen Gläsern, für die dunklen Tage in den Regalen aufgereiht, in einem Keller von Tagen, wo sie leuchteten, leuchteten. Beiläufige Prosa, lieber Herr Wagner, wie einer Ihrer Bücher charmant untertreibend übertitelt ist. Beiläufige Prosa. Es kommt wie das Gedicht übers Quittengelee in bauchigen Gläsern im Oktober angenehm beschreibend daher und liegt doch mancherlei unter der angenehmen Beschreibung an dichterischer Kunst und sprachlich tiefgründigen. Gelehrt und poetisch zugleich, willkommen in der Akademie der Wissenschaften, lieber Herr Wagner. Willkommen zurück, liebe Frau Krippner. Willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Abend. Auf Ihrem Stuhl lag ein kleines Programmflyer oder wie man sagen soll, unseres Fördervereins.
Und am Schluss der Werbeblock, das ist sozusagen die Unterbrechung, bevor ich an Frau Krippner übergebe, wenn Sie den Eindruck haben, das ist eine spannende Akademie mit einem hochinteressanten Programm, und daran zweifle ich ja eigentlich gar nicht, und Sie weitere solcher Veranstaltungen hören, sehen möchten, dann füllen Sie doch, das kennen Sie ja jetzt von den Auftritten in Restaurants und anderen, einfach die Sache aus und treten Sie unserem Förderverein bei, dann kriegen Sie auch immer nette Einladungen und spannende Veranstaltungen. Herzlich willkommen, Sie beide, Sie, meine Damen und Herren. Ich freue mich wie Sie auf den Abend, der jetzt folgt. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Herr Markschies, für diese wirklich sehr freundliche Einführung, und ich freue mich ganz besonders über dieses Türschild. Ja, das leitet dazu über, dass ich mich wirklich sehr freue, noch diesen Abend moderieren zu dürfen, denn ich habe das Jahresthema eben ein bisschen vorzeitig verlassen, und ich habe mich sehr gefreut auf meine neue Stelle, und gleichzeitig war ich auch, das habe ich eben schon zu Jan Wagner gesagt, ein bisschen traurig, weil es eben noch so ein paar Highlights gab, die ich ungern verlassen habe, und eines dieser Highlights sitzt jetzt neben mir, und deshalb ist es mir eine große Freude, dass das jetzt hier noch stattfinden kann. Ich will das jetzt auch ganz kurz hier vorne weghalten, weil wir eben wirklich in die Lyrik reingehen wollen. Aber nochmal so ganz kurz für das, in welchem Rahmen das hier stattfindet. Herr Markschies hat schon mehrfach angedeutet oder benannt. Das Ganze ist ja im Jahresthema Naturgemälde, und in diesem Jahresthema haben wir uns über jetzt gut anderthalb Jahre eben immer vor allen Dingen mit Wissenschaft natürlich beschäftigt, aber immer so zwischen um das Verhältnis ging es von Naturwahrnehmung, von Natur Erfahren und Naturbeschreibung. Und insofern ist es mir eine große Freude, dass wir jetzt die Lyrik diesem Thema hinzufügen können. Ich sage kurz was zur Dramaturgie des Abends gleichsam. Ich habe mich sehr gefreut, dass Jan Wagner sich darauf eingelassen hat, dass wir das jetzt ein bisschen anders als eine ganz klassische Lesung machen. Das heißt, wir werden das so machen, dass Jan Wagner immer ein paar Gedichte lesen wird und wir dann aber im Anschluss direkt über diese Gedichte sprechen werden. Wir beide, da sehen Sie ein bisschen die Literaturdozentin noch in mir vielleicht aufglimmen, schön nah am Text immer. Aber ich glaube, das lohnt durchaus sehr bei diesen Gedichten. Ich sage jetzt noch eine Sache, weil ich glaube, man muss Jan Wagner gar nicht so sehr vorstellen. Eins sage ich, man kann nicht neben einem Büchner-Preisträger sitzen, ohne zu erwähnen, dass er einer ist. Also Jan Wagner ist Büchner-Preisträger und hat so viele Preise bekommen, und ist gleichzeitig Mitglied so vieler Akademien, wie ich jetzt auch in diesem Zusammenhang gesehen habe, dass es sich aber gar nicht lohnt, das alles zu sagen. Trotzdem ist es schon eine kleine Sensation, dass ein Lyriker den wichtigsten deutschen Literaturpreis bekommt. Und warum das so ist, das, glaube ich, hören wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden. Ich habe noch zwei praktische Sachen, bevor ich das Wort an Sie übergebe. Das eine ist an die Regie, ob wir eine Sache bekommen könnten, mit der wir die Wasserflaschen öffnen können, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir während des Abends einmal ein Glas, einen Schluck nehmen. Sie haben das, aha, okay, na dann nicht an die Regie, sondern an Sie, okay. Und die zweite Sache ist, wir sprechen also jetzt vor allen Dingen miteinander zwischen den Gedichten, aber am Ende öffnen wir das und für Publikumsfragen. Und das hier ist ein Livestream, wo ich ganz begeistert bin, dass das jetzt hier diese neue Möglichkeit gibt. Das gab es noch nicht, als ich hier war. Und das bedeutet auch, dass am Ende bei den Publikumsfragen Sie im Livestream zu hören und zu sehen wären. Ich glaube, nur zu hören, nicht unbedingt zu sehen. Ja, nur zu hören. Genau. Wenn Sie das nicht möchten, dann geben Sie mir bitte ein Signal, da müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Hinterher wird das in die Mediathek gestellt und da wären diese Fragen dann nicht mehr dabei. Aber dies als kleine Ankündigung. Und jetzt freue ich mich auf verschiedene Naturgedichte, lieber Herr Wagner. Guten Abend, vielen Dank für diese schöne Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch über Natur im Gedicht oder Naturgedichte. Es wurde schon erwähnt, wir haben das in kleinere Portionen aufgeteilt. Ich werde jetzt am Anfang drei Gedichte lesen, dann mal wieder zwei, vielleicht auch nur eines zwischendrin. Wir reden immer wieder darüber. Ich fange an mit einem Sonett oder einer Sonettunterwanderung.
oder besser einer Sonett Überwucherung. Es geht um ein Gedicht, das dem einem Unkraut gewidmet ist, das Gärtner nicht mögen. Ich hingegen, als ich das Gedicht schrieb, hatte keinen Garten und konnte den Freunden immer nur zuhören, wie sie sich über Giersch beklagten und sagten, um Himmels Willen, wie wird man das nur los? Ich lernte, dass man aus Giersch Suppe machen kann, Salat machen kann, auch Giersch-Quiche. Ein schöner Halbreim, der mir erst einfiel, nachdem ich das Gedicht geschrieben hatte. Giersch und Quiche wären ein wunderbares Reimpaar, aber es kommen andere Anklänge an die Pflanze im Gedicht vor. Es ist eine Art Hommage an ein Unkraut. Giersch. Nicht zu unterschätzen, der Giersch mit dem Begehren schon im Namen. Darum die Blüten, die so schwebend weiß sind, keusch wie ein Tyrannentraum. Kehrt stets zurück wie eine alte Schuld, schickt seine Kassiber durchs Dunkel, unterm Rasen, unterm Feld, bis irgendwo erneut ein weißes Widerstandsnest emporschießt. Hinter der Garage beim knirschenden Kies der Kirsche Giersch, als Schäumen, als Gischt, der ohne ein Geräusch geschieht, bis hoch zum Giebel kriecht, bis Giersch schier überall sprießt, im ganzen Garten Giersch, sie über Giersch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als Giersch. Neun Augen oder Lampreten, die wir im April an Bord hoben, glitschige Urzeitwesen aus Ocker und Schlamm, sodann geschmort in Porree, Öl und Rotwein, man hätte ebenso gut den Oger, den Froschkönig essen können. Älter als Märchen, jede von ihnen ein sich windender Argus, kieferlos noch im Rachen, so stiegen sie aus ihrem feuchten Orkus bis in die Träume empor. Monströse Geschöpfe, Horror meiner Sommer, an den Flanken die Augen, Gürtellöcher oder Ösen. Sie hingen den Dorschen, den Plötzen und Ränken zu beiden Seiten vom Kopf, vom Satyrmaul wie kalte Doppelflöten, wie ein Aulos aus Fleisch und hinterließen ihr grobes Mahl, sobald sie gesättigt waren. Jenes am Hals von Nina Wriggers eines Morgens, deren Seidenschal es weniger versteckte, denn entfachte. Sahen sie mehr als wir? Selbst Duft und Schall, die Zukunft vielleicht, Gefühltes und Gedachtes, weshalb sie keine Zeit verplemperten und fraßen. Fragen über Fragen, bis Mitte Juli, Mitte August, wenn wir Lampreten oder Neunaugen hochholten, Großmutter am Abend pfiff vom Ufer, Opa prompt ein letztes Netz aus Strom, aus Wog oder See ins Holzboot zog, durch seine Pfeife brummte, so, oho, so, 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 so. Ja, das dritte Gedicht ist eine Hommage an die Stechmücke. Es taucht auch auf der berühmte Rosetta Stone, den Sie alle kennen aus dem British Museum. Dieser wunderbare dunkle Stein mit nicht nur ägyptischen Schriftzeichen, sondern auch der griechischen Übersetzung. Versuch über Mücken. Als hätten sich alle Buchstaben auf einmal aus der Zeitung gelöst und stünden als Schwarm in der Luft. Stehen als Schwarm in der Luft. Bringen von all den schlechten Nachrichten keine. Dürftige Musen, dürre Pegasusse summen sich selbst nur ins Ohr. Geschaffen aus dem letzten Faden von Rauch, wenn die Kerze erlischt,
so leicht, dass sich kaum sagen lässt, sie sind, erscheinen sie fast als Schatten, die man aus einer anderen Welt in die unsere wirft. Sie tanzen, dünner als mit gezeichnet die Glieder, winzige Sphinxenleiber, der Stein von Rosetta, ohne den Stein. Und jetzt plaudern wir erstmal. Ja, gut. Wenn Sie mögen, plaudern wir ein bisschen. Ja, vielen Dank. Mich hat diese Zusammenstellung von Giersch und Neunaugen sehr überzeugt, weil das so eine Art Horrorversion sind. Der Giersch, ich dachte tatsächlich, als ich das las, das haben Sie geschrieben, nachdem Sie selber stundenlang Unkraut pflückten, so liest sich das ein bisschen, also als sei das ihr eigener Horror, der dann vielleicht danach aus der Feder floss, aber es ist eine Art Horrorvision des Gärtners, der es dann am Ende so den ganzen Garten einnimmt und durch diese Schlaute ja auch in der letzten Strophe sehr eindrücklich ist. Und Neunaugen, die meisten Gedichte haben Sie ja ausgesucht, aber Neunaugen hatte ich mir ja tatsächlich von Ihnen gewünscht, weil das auch so, fand ich, eine zumindest am Anfang ja auch so ein Horror ist. Sie nennen es ja, glaube ich, sogar selber, heißt es da ja auch Horror meiner Sommer. Und zumindest ich bin mit Ottfried Preußler sozialisiert worden und dem kleinen Wassermann. Und da gab es in meinem Hörbuch so eine Stelle, wo das Neunauge rauskommt. Und an der Stelle mochte ich immer nicht weiterhören. Und wir haben jetzt eine Tochter, die ist 6 Jahre alt und die hat so eine Tonibox. Das ist die moderne Version der Kassette früher. Und die hört diesen Wassermann Toni auch nicht, auch wegen des neuen Auges. Haben Sie Ottfried Preußler gelesen als Kind? Ich habe Ottfried Preußler gelesen als Kind, wie alle Freunde auch. Also Lindgren und Preußler waren so die beiden Konstanten, genau, eigentlich in unserer Kinderbibliothek. Aber die neuen Augen hatte ich vergessen tatsächlich. Ich dachte, das sei, also ich habe dann natürlich sofort die Bezüge gesehen und dachte, das ist hier ja intertextuell. Nee, das war überhaupt, das hatte ich gar nicht im Kopf. Also den kleinen Wassermann habe ich gelesen, aber das an den neuen Augen, das war nicht so prägend für mich wie für Sie anscheinend, diese Stelle mit den neuen Augen. Aber das ist natürlich ein faszinierendes Wesen und ein unheimliches Wesen. Alles, was mehr Augen hat als zwei, ist ja unheimlich für uns Menschen. Und die neuen Augen gehören dazu, auch das Verhalten an sich, diese sich festsaugenden, schmarotzenden Wesen, das ist unheimlich und deswegen interessant zum Schreiben. Aber im Grunde sind beide, das Giersch-Thema wie das Neun-Augen-Thema, waren für mich auch als Wesen interessant, aber auch als Sprache. Wenn ich erzählt habe, dass ich eben nicht das Giersch-Gedicht geschrieben habe, weil ich im Garten gelitten habe unterm immer wiederkehrenden Unkraut Giersch, sondern weil ich als Berliner Balkonbesitzer einfach mit Freunden da saß, die aber Garten haben und erklärten, warum es so schwierig ist, ihn loszuwerden, war ich weniger an der Pflanze selbst interessiert als an dem Wort, womit es auch anfängt, dass die Gier im Wort Giersch enthalten ist für jemand, der schreibt, ein Geschenk. Weil natürlich sozusagen schon im Namen der Pflanze das enthalten ist, was ihr Wesen ausmacht. Und da ich zum Gespräch nichts beitragen konnte, außer über den Giersch nachzudenken, musste ich über die Laute nachdenken, die ja herrlich sind und dazu einladen, sie zu wiederholen, das G und das Sch im Giersch, und die wuchern zu lassen. Also ich war im Grunde weniger am botanischen Giersch als am Sprachgiersch interessiert. Und bei den neuen Augen genauso, das sieht man sozusagen, das hört man nicht, aber die Tatsache, dass das O immer häufiger auftaucht, das kleine O im Gedicht, dass also immer mehr kleine Augen durch den Text wandern, ist wahrscheinlich beim Hören nicht wirklich evident, aber sozusagen das Neunauge behält auch da wieder Giersch, durch seine Lautlichkeit im Giersch-Gedicht, das letzte Wort, weil die allerletzte Zeile eigentlich aus 9 kleinen O's besteht. So, oho, so, so, oho. Da haben wir 9 kleine Augen, die am Schluss in der letzten Zeile stehen. Und das 9-Auge behält auch da die Oberhand über den, der sie beschreiben will. Ja, Sie haben jetzt schon was angesprochen, zu dem ich schon später gekommen wäre, aber was ich ganz spannend finde, nämlich so das Verhältnis von Schriftbildlichkeit
und Gesprochenem, weil das kommt an anderer Stelle, könnten wir auch nochmal darauf zurückkommen. Ich war bei manchen Sachen gespannt, wie es dann ist, wenn Sie es lesen oder wenn man es selber auch liest. Und mich würde mal das Verhältnis für Ihnen beim Schreiben interessieren. Also ist für Sie sozusagen das Schriftbildliche, das wie sieht es dann aus, das Entscheidende, oder lesen Sie laut, haben Sie es im Kopf, wenn Sie Gedichte schreiben? Denn mir ist das, Sie sind ja jemand, der sehr viel Wert auf Form legt und gerne mit der Form spielt, und gleichzeitig überschreiben Sie die Form ja auch gerne, indem Sie beispielsweise in einen Vers ein Wort halb machen, das haben wir nochmal an anderer Stelle, und dann kommt es in der nächsten Zeile wieder. Und das sind ja so Spielereien, die im Lesenden dann eigentlich die Form auch wieder ein bisschen aufheben. Es gibt Dinge, die sieht man nur, wenn man das Gedicht vor sich hat. Also in einem Gedicht, das wir jetzt nicht lesen werden, aber ein Schlehengedicht, da wird eine Zeile, die in regulären vierzeiligen klassischen Strophen auftaucht, so lang gedehnt, bis sie eigentlich unnatürlich lang ist, mit 20 Hebungen oder so. Und in eben dieser Zeile dehnt sich das Weltall immer mehr aus, sozusagen, bis dann der Punkt kommt, wo es sich wieder zusammenzieht. Und das ist das Ende der Zeile. Das hört man überhaupt nicht, natürlich, wenn man das Gedicht vorgetragen bekommt, aber man sieht es. Und ich finde, einer der Reize bei Lyrik ist, dass man sie zweimal, also mindestens zweimal, genießen kann, beim Vortrag und beim Lesen. Man hört das Gedicht, oder ich höre eine Dichterin ein Gedicht lesen und bin sofort angezogen von der Sprachmusik, die ja immer im Gedicht enthalten ist, auch von den lautlichen Brüchen oder den abrupten Einschüben und Irritationen lautlicher Natur. Und wenn ich es dann nochmal lese auf dem Papier, ist es noch mehr mein Gedicht, weil ich sozusagen es selber interpretieren kann und selber sehe, wie es sich über die Seite verteilt, ich selber eingeladen bin, aus dem Gedicht etwas zu machen. Und diese beiden Möglichkeiten des Zugangs zum Gedicht sind sehr schön. Für mich ist beides wichtig. Wie die meisten Dichter, die ich kenne, lese ich mir das laut vor, wenn ich schreibe. Allen Ginsberg, der amerikanische Dichter, sagte mal zu jemand, wenn jemand auf der Straße auf dich zukommt und laut zu sich selbst hinmurmelt oder laut redet, dann hab keine Angst, das ist nur ein Dichter. Und das ist bei vielen so. Ein großer Naturdichter, John Burnside, ein schottischer Dichter, der schreibt beim Wandern. Er wohnt in St. Andrews in Schottland, und der schreibt auch Romane, die vermutlich am Schreibtisch, aber wenn er Gedichte schreibt, sagt er selbst, dann geht er durchs Hochmoor oder an der Küste von St. Andrews entlang und redet vor sich hin und komponiert im Kopf sozusagen zum Rhythmus der Schritte und zum Laufen durch die Landschaft laut vor sich hin, und nur das, was dann noch, was so stark ist musikalisch und so klanglich einprägsam, dass es am Abend dann noch im Kopf drin ist, nur das kommt dann auch zu Papier. Auch ein schönes Verfahren, finde ich, aber ich selbst rede auch laut vor mich hin und probiere zu erkennen, ob das trägt, ob die lautliche Struktur stimmt, weil ein Gedicht, finde ich, immer zum Vortrag gemacht ist und danach zum selber Lesen. Also so, dass wir es jetzt in der richtigen Form ja eigentlich den Zugang haben. Es geht auch andersrum natürlich, aber ich finde es herrlich, erstmal Lyrik auf sich wirken zu lassen und zu schauen, wie, selbst wenn man nicht alles mitnehmen kann, das ist ja unmöglich, also vieles rauscht dann auch vorbei, weil man hängen bleibt an einer Zeile, aber trotzdem hat man einen Eindruck, und es ist schon so, dass man Gedichte verstehen kann, bevor man sie versteht, dass man durch den Klang schon einen ersten Zugang, der vielleicht entscheidend ist, bekommt. Wenn wir nochmal zu dem letzten Gedicht gehen, den Mücken, dann hat mich das auch sehr erfreut, denn witzigerweise begleitet Christoph Markschies mich irgendwie mein gesamtes berufliches Leben, ich nicht seins, aber mein berufliches Leben, und wir waren beide in einem Sonderforschungsbereich, der hieß Transformation der Antike, und mir ist aufgefallen, dass Sie, deshalb konnte ich gar nicht anders als sehen, ach, und da ist ja auch noch ein anderer, den ich gerade sehe, Herr Helmrath war auch in diesem Sonderforschungsbereich, egal, aber jedenfalls ist auffällig, dass so antike Assoziationsräume, aber auch Märchen spielen auch eine große Rolle. Aber in diesem Mückengedicht ist ja der Stein von Rosetta einer
ja, der Bezugspunkt am Ende dieses Gedichtes auch. Und ich habe das so als so eine Art umgekehrten Stein, glaube ich, nennen Sie es auch in dem Gedicht genannt, also in dem die Pointe von dem Stein ist ja, dass man die Hieroglyphen entziffern konnte. Und die Mücken sind jetzt das Unentzifferbare da. Hat das was zu tun mit Natur als das Unentzifferbare oder würde das zu weit gehen? Nein, das wird, glaube ich, nicht zu weit gehen. Das ganze Gedicht spielt ja mit der alten Vorstellung, dass man lesen könne in der Natur, dass man die Natur entziffern könne. Was ja in der gesamten Lyrikgeschichte immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und insofern geht es nicht zu weit. Die Frage ist, lässt sie sich lesen, lässt sie sich nicht lesen? Und das letzte Bild ist ein in sich widersprüchliches Bild, ein unauflösbares, und das soll auch so sein natürlich. Aber es bewegt sich von den Buchstaben hin zu den Buchstaben oder von den Buchstaben der Zeitung, dem sehr vergänglichen der Zeitung, die ja natürlich nur einen Tag überleben darf oder in der Regel überlebt, hin zu den sehr alten Schriftzeichen, dieses Rosetta Stone, aber entzifferbar letzten Endes wahrscheinlich beide nicht, aber spielt im Grunde von der ersten bis zur letzten Zeile genau mit diesem Topos. Ja. Bevor wir zur nächsten Gedichtgruppe weitergehen, habe ich jetzt aber noch eine Frage. Wer ist Nina Vriggers? Oder beantworten Sie die Frage nicht? Die kommt ja mehrfach vor. Nina Vriggers kommt oft vor, ja. Es gibt diverse Gedichte, die an Nina Vriggers gerichtet sind. In dem Schlehen-Gedicht taucht sie auf. Ich habe jetzt gerade noch ein Gedicht geschrieben für Nina Vriggers, in dem es um Kriegerdenkmäler geht. Also sie taucht immer wieder auf. Vriggers, ein sehr norddeutscher Name. Und keine Person, die ich kennen würde, aber die auf mich sehr interessant wirkt und immer wieder auftaucht. Wie ohnehin viele Gestalten immer wieder auftauchen. Also auch diverse Tanten oder Onkels kommen vor in diesen Gedichten, die eben nicht meine sind, aber es sein könnten, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Man erwartet von Lyrik immer, dass sie sehr persönlich ist und aus dem eigenen Leben sozusagen abgezapft wird und dass alles, was da drin steht, auch einen direkten Bezug hat zur eigenen Biografie. Und ich finde es schön, damit zu spielen und zu sagen, hier habt ihr eine Tante, hier habt ihr Nina Vriggers, aber wenn ihr glaubt, es ist eine Frau, die ich kennen würde oder eine Tante, die ich jemals getroffen hätte, dann ist es nicht so. Aber dieser Anschein von Authentizität oder vielleicht diese andere Form von Authentizität ist etwas, mit dem sich wunderbar spielen lässt. Also ich kenne Nina Vriggers nicht, aber glaube sie mittlerweile besser zu verstehen. Ein bisschen kennen Sie eben doch schon mittlerweile. Ja, gut, dann würden wir uns mal Tieren zuwenden, oder? Weiteren Tieren. Jetzt würden wir uns weiteren Tieren zuwenden, glaube ich, ne? Genau, das nächste Gedicht ist dem Marder gewidmet. Und auch da sieht man die Form natürlich beim Hören nicht, aber wenn man das Buch vor sich hat, sieht man, dass es zweizeilige, also paar gereimte Strophen sind, die genauso schlank und lang sind wie ein Marder. Marder. So schlank, dass du mit hineinschlüpfst in den Schlag, die dunkle, muffige Höhle. Nach Sachlage Eindringling, Räuber, Marder. Inmitten all der sanften Märtyrer, der gurrenden Boten. Taube um Taube entkorkend und saufend, ein Gargantua, der weil es ringsum flattert, flattert, der weil es ringsum flattert. Und flattert mit beflecktem Latz, bis alles still ist und perfekt. Zu fett von Blut und Nachrichten und Welt, um entweichen zu können durchs Loch einen Spalt. Dazu verdammt zurückzulehnen ins eigene Werk, mit satter Miene und schuldlos schlummernd wie ein Kannibale, bis man die Decke hebt. Und dort mit Knüppel und Mistgabel, Dreschflegel, Sense, Spaten, Axt und Pechfackel, dort steht es mit Flinte und Rassehund, das Publikum außer sich,
rasend. Das nächste Gedicht habe ich zuletzt gelesen bei einer Schullesung in Hamburg mit lauter neunjährigen Mädchen und Jungs. Das war, was man so ab und zu macht. Man geht in Schulen und liest im Deutschunterricht Gedichte vor. Und ich irgendwann sagte dann ein Junge, haben Sie nicht auch Fußballgedichte geschrieben? Ich sagte, doch, ich habe ein Fußballgedicht geschrieben. Und dann sagte er, lesen Sie es doch mal vor. Und dann sagte der Mädchen, und Pferdegedichte? Und ich sagte, ja, auch tatsächlich Pferdegedichte. Also es wurden alle Klischees sozusagen bedient in dem Unterricht. Und dann sagte ich, ich habe beides. Dann brüllte die eine Hälfte der Klasse Pferdegedichte und die andere brüllte Fußballgedichte. Und ich sagte, ich kann das gerne lesen, aber ihr werdet enttäuscht sein wahrscheinlich, weil es kein richtiges Fußballgedicht ist. Es gibt ein einziges Tor darin und auch vielleicht ein enttäuschendes Pferdegedicht. Und ich las dann beide Gedichte und wie erwartet war dann Totenstille, nachdem ich die beiden Gedichte gelesen hatte. Und ich sagte dann zu dem Jungen, und das war jetzt enttäuschend, oder? Das Fußballgedicht. Und dann meinte er, nicht so schlimm wie das Pferdegedicht. Und das Pferdegedicht lese ich jetzt vor. Dem vorangestellt ist ein Zitat von Michael Donaghy, einem zu jung gestorbenen englisch-amerikanischen Lyriker, der sich seinerseits auf Lu Qi bezieht. Er schreibt, "The well-aimed phrase is a whip, your poem a horse." Also deine wohl formulierte Wendung ist eine Peitsche, dein Gedicht ist ein Pferd. Ein Pferd. Ist es ein Fuchs, ein Schimmel oder Rappe, Hengst oder Stute, was durch den Garten trabt und am Rhabarber zugange ist, an der Lavendelstaude? Was dort über die Trippelbarre hinwegsetzt, nur um in der Mitte des Schlachtfelds zu landen, vor den Karren mit Fässern und die goldene Pyramide aus Heu gespannt? Das Kaltblut, das aus Brabant ein Kilo schweres Herz heranschleppt, und das V, den leichten Pflug der Wildgänse oder der Lipizzaner, der als Schwärze geboren wird, der über alle Felder hinweg zu tänzeln weiß und immer weißer, der zum Triumph wird, alle Welt ins Schach stellt, blendend wie das Schnupftuch eines Kaisers. Versteht sich, sämtliche 252 Knochen kannst du noch im Schlaf zusammensetzen, weißt vom Huftritt erkenntnishart der Präzision im Schweif, den Schemen, die sich nachts grau-braun am Zaun der Weide reiben, Hü und Brr, hörst das erstickte Wiehern in den Gräbern der Pharaonen und Eroberer. Und doch bist du jetzt hier. Rot wie ein Bierkutscher und fluchend, mit dem Zuckerstück Genialität in deiner Tasche und dem Tier, das weder vorgeht noch zurück, nicht reagiert auf deine Gerte und auch nicht auf die Möhre, die am Band vor seinen Nüstern baumelt wie die Kerze vor der Ikone. Rühr dich, sagst du bebend, es rührt sich nicht. Es steht da, sieht ins Land. Ja, ich verstehe, es ist was anderes als Wendy. Bitte? Es ist was anderes als Wendy. Also wenn die Mädchen, ich verstehe, dass da eine gewisse Enttäuschung bei den Mädchen war. Also ich habe mich mit dieses Gedicht habe ich tatsächlich öfter gelesen und versucht, mir einen Reim darauf zu machen. Ich sage Ihnen jetzt mal, was mein Reim ist. Und dann bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Also ich habe das tatsächlich als so eine Art Gedicht über das Dichten oder vielleicht auch als ein poetologisches Gedicht gelesen. Das am Anfang, also das funktioniert wahrscheinlich nur mit diesem The well-aimed phrase, the whip your poem a horse.
Sozusagen der erste Teil als lauter, wohlformulierte Phrasen, die gut funktionieren, aber immer ein Fragezeichen am Ende haben. Na, ist es denn das Richtige? Ist es das Pferd? Ist es das Pferd? Im zweiten Teil dann, ich weiß doch eigentlich, ein Pferd, es hat 252 Knochen, so und so sieht's aus. Eigentlich müsste ich doch alles an der Hand haben, um jetzt ein perfektes Gedicht zu machen. Und dann am Ende das Resignierte, na, da steht der Esel, ich habe die Möhre davor in der Hand, der Esel bewegt sich einfach nicht, das Gedicht bewegt sich nicht, es funktioniert nicht, es rührt sich nicht, es steht da, sieht ins Land. Und ein bisschen gemeinen Clou finde ich dann am Ende, dass sie uns ja aber ein wunderbares Gedicht präsentieren. Ja, das ist alles richtig. Also es ist ja natürlich ein poetologisches Gedicht und dieses Zitat vorweg stößt dann mit der Nase da drauf. Ja, es geht im Grunde darum, um den rätselhaften Prozess, der eine Rolle spielt oder den man in Gang setzt, wenn man ein Gedicht schreiben will. Und das Unabsehbare, das sozusagen in das Bild eines Pferdes einfließt. All das, was beim Dichter eine Rolle spielt, das Wissen um die Anzahl der Knochen oder der Hebungen und die Form, das präzise Wissen um den Kanon, um die Tradition, um Metrik, Metaphorik und so weiter. All das, was einem letzten Endes aber nichts hilft, wenn das Pferd sich nicht von der Stelle bewegen will. Und man nur hoffen kann, dass es irgendwie doch sich bewegt und dann meistens in eine Richtung, die man nicht für möglich gehalten hätte. Also all das, was man an Wissen heranträgt ans Gedicht, ist einem letzten Endes nicht wirklich von Nutzen, wenn man nicht in diesen wunderbaren Zustand gerät, wo einem das Gedicht auch aufgrund der Form und aufgrund des Wissens und der Technik, die man hat, wo einem das Gedicht überrascht, wo der Schreibende vom eigenen Gedicht überrascht wird. Das ist der schönste Moment eigentlich, wenn man plötzlich merkt, was es eigentlich für ein Gedicht ist, nachdem man sich die ganze Zeit gefragt hat, was es werden könnte. Im Grunde ist das Gedicht, dieses Pferdegedicht, die Umsetzung von zwei für mich sehr wichtigen Sätzen von englischsprachigen Dichtern. Erstens von Winston Hugh Auden, dem englischen Lyriker, der sagte, "Nothing is worse than a bad poem that was intended to be great." Nichts ist schlimmer als ein furchtbares Gedicht, bei dem man merkt, es sollte fantastisch werden. Und weil da sozusagen das ganze Wissen, das Konzept, die Lebendigkeit überlagert und man am Ende ein ausgestopftes Pferd hat, das keinen Schritt tut. Und das andere ist Robert Frost, ein amerikanischer Dichter, der den ganzen Prozess mal sehr anschaulich beschrieb und sagte, das Gedicht beginnt mit einer tantalizing vagueness, einer quälenden Ungewissheit. Man glaubt genau zu wissen, was man schreiben will. Es ist zum Greifen nah, aber es lässt sich nicht greifen. Man weiß nicht, was daraus wird. Und erst im Schreiben selbst, und da kommen natürlich dann auch technische Expertise und Formbewusstsein und etymologisches Wissen und so weiter dazu, aber erst im Schreiben merkt man dann tatsächlich, was das Gedicht wird. Und erfüllt sozusagen diese Wahrheit mit Leben. Und im Grunde ist das Pferdegedicht eine Umsetzung von beiden theoretischen Aussagen in ein Pferdegedicht, das in der Schule auf wenig Zuspruch gestoßen ist. Das führt mich eigentlich zu einer Frage, die ja so ein bisschen vielleicht auch im Raum schwebt, zumindest für mich, nämlich die Frage, welche Bedeutung hat denn nun eigentlich die Natur oder welche Bedeutung? Es ist ja auffällig, haben Pflanzen oder Tiere für Sie? Es ist ja schon auffällig, jetzt haben Sie natürlich auch auf mein Bitten nur im Prinzip Naturgedichte gewählt, aber trotzdem fiel das ja auch nicht schwer. Also die Natur, Naturphänomene, aber vor allen Dingen Tiere und Pflanzen spielen ja eine ganz große Rolle in Ihrer Lyrik. Und Sie haben jetzt schon gesagt, zum Beispiel beim Giersch ist es eigentlich nicht der Giersch an sich, der Sie fasziniert, sondern es ist das Wort, das sie fasziniert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns diesen Marder angucken, dann ist das ja schon auch eine Beschreibung des Marders, also des Tieres Marder. Warum ist es immer die Natur?
also Sie sagen es ja schon selbst, es sind nicht immer die Natur. Ich schreibe genauso gerne über alte Motorradfahrer, über Motorsägen und Teebeutel. Alles, was da ist, ist erstmal interessant, wenn man Gedichte schreibt. Das macht das Ganze auch so aufregend für mich, weil man nie weiß, was einem als nächstes einfällt oder auffällt und was einen reizt, was in Ebene dazu führt, dass man wie Frost denkt, ich hab's. Das wird ein Gedicht, aber man weiß eben nicht genau, was es werden wird. Ich habe noch nicht über Josef Brodsky gesprochen, aber der hat ein Gedicht über ein Glas Wasser geschrieben. Und ich vermute, er hat es geschrieben, als er in Venedig im Café saß und ein Espresso bestellte und ein Glas Wasser dazugereicht wurde. Und das ist ein herrliches Gedicht, das eben ausgeht von einem Gegenstand, bei dem man normalerweise sagen würde oder bei dem jemand, der nicht Gedichte schreibt, sagen würde, ja und, was soll das denn nun? Aber die Wahrheit ist eben, dass in den ganz banalen Gegenständen und den vermeintlich nebensächlichen Dingen, die uns umgeben, immer ein Gedicht steckt. Und das macht das Ganze so schön, weil man eben auch in einem Glas Wasser plötzlich alles hat. Die Liebe, den Tod und die Wiedergeburt. Am Schluss von Brodskys Gedicht fegt dann der Regen über die leeren Plätze Venedigs und man ahnt, dass der Schreibende aufgegangen ist in dem Platzregen über Venedig. Und so findet man eben auch in Teebeuteln oder Kreissägen oder in einer Treppenstufe alles wieder, was uns betrifft und alles wieder, was uns angeht, aber eben immer auf eine sinnliche Art und Weise. Das ist das Schöne. Und deswegen interessieren mich auch Tiere und Pflanzen. Die gehören eben genauso dazu wie alle anderen Gegenstände auch und sind Teil dieser sehr merkwürdigen Welt, durch die wir uns bewegen. Und insofern, wie alles, was man sich wahrzunehmen abgewöhnt hat, überaus bemerkenswert, rätselhaft und einer sehr gründlichen Betrachtung wert, die jetzt wissenschaftlich ist, aber sozusagen probiert, Offenheit lyrisch dem Tier oder der Pflanze zu nähern. Also ich schreibe nicht nur Tier- und Pflanzengedichte, aber die Welt ist so überreich an erstaunlichen und Lebensformen, dass das eine Sünde wäre, das nicht als Gegenstand zu nehmen. Dazu kommt, dass ich es gibt viele Dichter, die ich sehr verehre, die große Tierdichter sind. Also Elizabeth Bishop zum Beispiel, die amerikanische Dichterin, ist eine große Tierbedichterin. Eines Gürteltiers zum Beispiel. Seamus Heaney, der fantastische nordirische Dichter, hat hinreißende Gedichte geschrieben über zum Beispiel ein Stinktier, das ist gleichzeitig ein wunderbares erotisches Liebesgedicht. Robert Lowell und nicht zuletzt Ted Hughes, ein englischer Dichter, der, ich glaube, fast jedes Tier irgendwann mal bedichtet hat. Berühmterweise eine Krähe vor allem, aber auch Falken, Schweine und so weiter und so fort. Und all diese Lyriker sind nicht unbedingt als Naturdichter zu bezeichnen, aber sie haben selbstverständlich die Natur bedichtet und haben sich der Natur angenommen und herrliche Gedichte über die Natur geschrieben, die uns, wie alle großen Gedichte, dazu bringen, die Dinge neu wahrzunehmen. Da können wir gleich weitermachen, aber Krähe ist ein gutes Stichwort. Sie haben auch zwei Krähengedichte gelesen. Stimmt. Und ich glaube, wir müssen etwas voranschreiten. Ja. Ja, zwei Krähengedichte. Das erste war ursprünglich den großen Krähenschwärmen im englischen Garten in München gewidmet, aber natürlich nicht nur, sondern auch allen Berliner Krähen. Kleiner Krähenhymnus. Gegenschwäne, Münchhausen-Amseln, sind es die Krähen im Park. Kein Rokoko, ein Ra-Kra-Kra, ein Dialekt aus Moskau oder Riga. Zerren an der Nachgeburt des Winds, der weißen Plastiktüte, humpeln wie Glöckner hinter uns her, um Picknickdecken, Liebespaare und Trommler, Kinderwagen aller Wegen, jede als 13. Fee in der Nähe. Befragte Geheimbündler,
Meister des verlorenen Brötchens, Neuschnee, Verleugner. Sie hocken wie Beichtgeheimnisse hinter den Parkbankgreisen, fordern Futter, ihr Gefieder glänzender als Violinistenschuhe, lassen gänzlich ungerührt rote Jogger vorüberhasten, krächzen ihr Rotwelsch an man dazu Wegelagerer und Heretikertauben, Luftschakale. Jedem Jekyll von Rotkehlchen, Buchfink und Stieglitz ein Hyde. Unter dem Baum im Schatten hüpfend als Schatten dieses Schattens Nachtalabaster. Trippeln unter den Pfauenrädern der Rasensprenger hindurch, formen Wolkenschwärme, folgen einander in die Wipfel der Kastanien, eben noch weiß und blühend, nun verkohlt, nur weil sie dort landen. Ebenholztotems auf den leeren Biertischen im Herbst, Thronen unter Menschen, doch ohne Klagen, Klicken, Klacken, über das Blechdach des Gärtnerschuppens hin, Boten keiner Finsternis, Wüßlinge im Porzellanladen einer Magnolie. Unerlauchte, Unerleuchtete lassen die Parklaternen zweifeln, flackern, sind als Flaggen immer auf Halbmast, wie hoch sie auch fliegen, Teergefederte, mitten im Tag jenes unabdingbare Quäntchen von Schwärze. Oh, ich habe das zweite Krähengedicht zu Hause vergessen. Das ist fantastisch. Danke. Das ist ein neueres Gedicht und deswegen nicht in diesen Büchern enthalten. Das ist tatsächlich ein Spiel mit einer traditionellen Form, in diesem Fall eine in diesen Breiten weniger gepflegte Form, eine Gazelle, diese alte Form, die man bei Hafis und bei arabischen, persischen Dichtern findet, die Gazelle, die im Grunde mit einem Reim nur spielt und einem Reimwort sogar nur spielt und es dann immer und immer wiederholt in der ersten und zweiten oder in jeder zweiten folgenden Zeile und am Schluss nochmal. Also eine stark mit Wiederholungen spielende Form von Platen. Platen hat Gazelen geschrieben und Rückert hat Gazelen geschrieben, aber es gibt nicht so viele Gazelen im Deutschen, weil es halt auch eine penetrante Form natürlich sein kann. Und hier ist das Reimwort natürlich Krähen. Krähen, Gazelle. Seit dem Tod des Freundes sah er Krähen, wohin er sah. Schon vorher waren Krähen geschehen, aber nicht wie jetzt. Sobald er heraustrat aus der Kirche, saßen Krähen auf Schildern, schwärzten die Verteilerkästen, umschatteten den Bus. Ein wahres Krähengeleit zur Stadt hinaus, wie Dirigenten befragt, die eine für Solistenkrähen und Krähenchor gesetzte Partitur studierten, hinkten, hüpften eine Krähenquadrille hinter ihm. Das Hausverbot beim Bäcker, als er eingehüllt in Krähen um Brot bat. Auf der Parkbank gestenreich wie eine Witwe auf Sizilien, Krähen als Ärmel. Er vergaß die Wörter Laken und Schneefall, Milch und Meerrettich und Krähen, bewegte sich als Blackout durch die Straßen, als Wirbel, biblisch, düster, als ein Krähen-Tornado, schwarzer Kreisel, schlief verdunkelt wie eine Stadt im Krieg, geweckt von Krähen noch vor dem Tag. Er würde sich entscheiden. Er würde sich entscheiden, mit den krähenden Hähnen aufzustehen, fortzugehen, um sich als Burgruine unter Krähen an den Hang zu kauern, um als Herbstfeld zu liegen und ein Ort der Rast, den Krähen. Das sind meine beiden Krähengedichte. Ja, genau, ein Hymnus und eine Gazelle, die ich tatsächlich bisher auch nur von Friedrich Rückert, Mitbegründer der Orientalistik, kannte und es wirklich für eine sehr exotische Gedichtform hielt. Und war das auch so die Lust daran, einfach mal diese Form auszuprobieren?
Ja, ich probiere gerne Formen aus. Also es ist schön, alle möglichen Formen im Hinterkopf zu haben und dann bei einer Gelegenheit, die sich bietet, wenn nämlich man im Prozess des Schreibens, nicht am Anfang, aber irgendwann im Laufe des Schreibens denkt, das Wort Krähen ist ja schon so oft wiederholt worden, dass man doch darüber nachdenken könnte, es noch öfter zu wiederholen. Und dann kann man sich diesen Zwang aussetzen und hoffen, dass man durch die Strenge der Form neue Freiheit hinzugewinnt, was im Grunde der ganze Sinn ist an strengen Formen. Man probiert, sich zu mehr Freiheit zwingen zu lassen. Das ist eigentlich der Reiz daran. Und die Gazelle ist eine sehr strenge Form. Ich habe im Grunde entstand es während der Auseinandersetzung mit Goethes Divan, weil ja sozusagen es groß gefeiert wurde, der westöstliche Divan von Goethe, der sich ja genau Hafiz und dessen Divan als Vorbild nimmt oder aus Begeisterung über diesen großen persischen Divan von Hafiz entstanden ist, in einer, wie Goethe sagt, wiederholten Pubertät, im Überschwang sozusagen, im Alter dann geschrieben, aber Goethe schreibt eben keine Gazelle, er hat so eine angedeutete Gazelle, aber ihm war das zu blöd, glaube ich, mit diesen furchtbaren dieser furchtbaren Zweizeiligkeit und der Wiederholung. Aber ich fand das sehr interessant, dass man sich diesem Schema aussetzen kann und dachte, ich möchte es mal versuchen, habe ein paar Gazelen geschrieben. Aber einmal haben Sie zwischendurch geschummelt, oder? Da sind doch so drei Zeilen, wo es nicht so ist. Und habe ich das falsch im Kopf? Ich habe es jetzt nicht mehr vorliegen. Wie alle Gedichte, die ich schreibe, unterwandert es auch die Form. Also in jeder Zeile kommen die Krähen vor, aber mal als Verb, also die krähenden Hähne, einmal sehr arg geschummelt als Krähen, also als K-R-E-N, als die ganzen weißen Dinge aufgezählt werden, nämlich Laken, Schneefall, Meerrettich, Krähen. Also Krähen, man muss es irgendwie unterwandern, man muss sich ein bisschen freitanzen sozusagen. Es ist ein so strenges Korsett, dass man sich rütteln und schütteln muss, um da irgendwie rauszukommen. Und deswegen muss man es ein bisschen unterwandern und auflockern. Eher wieder im Bild sieht man ja auch die Strenge der Form beim kleinen Krähenhymnus, denn das ist ja quasi im Druckbild zumindest, sind das ja wie so kleine Vögel oder Flügelschläge oder so. Flattersatz. Flattersatz, genau, Flattersatz, ja. Aber ein sehr strenger Flattersatz tatsächlich, ja. Und was mir da auffiel, also da konnte ich jetzt am Naturgemälde wirklich nicht mehr vorbei. Also das ist doch eigentlich eine Kaskade an einzelnen Naturgemälden, an einzelnen Bildern, die sich aneinander reihen, so habe ich es zumindest gelesen. Also das ist was sehr Bildhaftes hat. Interessiert Sie sowas in Ihrer Lyrik? Sie meinen Bildgedichte oder das Visuelle? Ja. Ja, genau, das Visuelle. Ja, also ich glaube, das Wichtigste sind für mich die schlagenden, ganz visuellen Eindrücke, die Metaphern, die eine ganz unmittelbare, sinnliche, visuelle Qualität haben. Das reizt mich bei anderen Dichterinnen und auch beim Schreiben sehr. Also ich gehe sehr vom bildlichen Eindruck aus. Und hier, ja, es ist so, dass man, das ist das Naheliegendste, nämlich die Farbe Schwarz, kommt erst am Schluss nach drei Seiten Umschreibung dessen, was man da vor sich hat, dieser Herrlichkeit Krähe. Und es probiert eben das Naheliegendste bis zum Schluss zu vermeiden, die Schwärze. Ja, genau, die wunderbar in der letzten Zeile dann kommt. Mögen Sie weiterlesen noch ein bisschen? Bitte? Mögen Sie noch Gedichte weiterlesen? Ja. Dann lese ich jetzt nochmal ein Gedicht, das ausgeht von einer Pflanze und zwar wieder mit dem Wort spielt, das ist die Melde, die auch dazu einlädt, mit dem Wort zu spielen. Und das heißt, es ist eine dreizeilige Form, wo die erste und die zweite Zeile immer gereimt sind, aber die Mittelzeile immer ein Reim ist auf, ein Halbreim oder ein schmutziger Reim ist auf das Wort Melde, auf den Namen dieser Pflanze. Melde für Volker Braun. Von Staub bedeckt, wie alle Pilger, am Rhein entlang gewandert, an der Moldau,
Eben zurückgekehrt aus Spanien, aus Bulgarien, Fernost. So rastet sie am Rand von Äckern und von Straßen, nickt nur milde, wenn wir vorüber rasen, unerkannt, unkenntlich, winkt uns nach mit ihren zähen Blättern. Geht in der Landschaft auf wie im Gemälde der Firnis, blüht bescheiden, blüht in Schmetterlingen, solidarisch mit dem Schutt, nicht dem Erschütterer, liebt das Malade, das Brüchige. Ihr Staat ist überall. Von Pfützen, wo die winzigen Klammern der Wasserläufer die Wolken halten, der Mulde voll Schlamm und Unkraut. Von jenseits des rostigen Hammerkrans ruft es, von Brache, Schrottplatz, Mülldeponie, durchs Flirren eines ganzen langen Sommers meldet beharrlich, ungehorsamst die Milde. Ein Gemüsegedicht, das dem Rettich gewidmet ist und auch so heißt. Rettich. Du hast so lang an ihm gezerrt, gezogen. Nun stehst du, den Ruf der Waldohreule im Rücken, mit diesem Stoßzahn von Rettich da, ertappt wie ein Wilderer. Und hier an deinem Küchentisch, blass vor einem Klotz mit der Kälte von Marmor und schwer wie ein Unterschenkel Apolls, ein mittlerer Amor, beschleicht dich das Gefühl, du habest exakt um sein Gewicht an Gewicht verloren, würdest noch leichter, leichter. Draußen knackt der Wald, rückt auf mit Augen und mit Ohren. Geschrumpft, zu wenig mehr als einem Nugget. Eine Feder im Windzug, nichts als ein Flaum vor diesem stummen Albino-Gott, sieht man dich kaum. Sein Name, der wie ein Seufzer entwich, ein Stoßgebet, hätte ich, hätte ich. Dein Haus liegt kalt und unbewohnt unter dem Rettichmond. Ich kürze ein bisschen ab, wir haben zu viele Gedichte rausgesucht und lese ein Schneckengedicht. Oder wollten Sie über das Tang-Gedicht reden? Nee, dann ein Schneckengedicht, das entstanden ist als Zusammenarbeit oder in einer Zusammenarbeit mit Musikern. Es ging darum, dass man entweder ein Gedicht geschrieben hat zu Musik oder Musik zu Gedichten. Das war mit Musikern und Komponisten. Ich wurde eingeladen, Gedichte zu schreiben zu einer Komposition von Paul Benchheim. Drei Wörter ohne Lieder heißen diese drei Stücke von Paul Benchheim. Und ich habe dann sozusagen drei Lieder Da habt ihr sozusagen drei Wörter geschrieben, die doch kein Lied bisher bekommen haben. Also ich habe mich verschiedenen Gegenständen, die doch nicht besungen worden sind, gewidmet. Im Molto Moderato-Teil von Paul Benchheim eben eine Schnecke. Molto Moderato. Betrachte die Schnecke zum Beispiel, deren Fuß ihr Bauch ist. Sie bewältigt ihren Weg nicht, sie verzehrt ihn. Kleines Grasschiff, immer in Schräglage, immer schlingernd, eine Karavelle in grüner Brandung, die zu kentern droht, doch weiter ihrer ruhigen Route folgt. Die Schnecke betrachten, während sie uns kaum wahrnehmen kann, zu eilige Schemen jenseits der Bühne, Flüchtiges am Rande eines anderen, größeren Dramas. Und das heißt Schnecke. Ihr nachzustellen mit Asche, mit Salz und Bier, ihr,
über der ein winziger Zyklon aus Kalk sich dreht und mit ihr wächst, die überall ist, im Ozean, in Seen und an Land. Nur am Himmel nicht. Dafür zieht sie einen Silberschweif hinter sich her, ähnlich den fallenden Sternen, nur langsamer. Langsamer. Und vielleicht als letztes Gedicht in diesem Teil noch ein ganz kurzes Gedicht auf ein sehr langsames und erstaunliches Wesen. Ein Gedicht mit dem Titel Qualle. Gefräßiges Auge, einfachste unter den Einfachen. Nur 1% trennt sie von allem, was sie umgibt. Stoße dich weiter vor, ins Unbekannte. Ein Brennglas, geschliffen von Strömungen und Wellen. Eine Lupe, die den Atlantik vergrößert. Ja, sie schaffen es, dass wirklich zwei Tiere, die ich eher als traumatisch empfinde, nämlich Schnecken und Qualle, poetisch rüberkommen und damit erträglich werden. Dieses Rettichgedicht, das hat mich ja tief beeindruckt, also wie man ein so banales Gemüse gleichsam so, ja, fast, also romantisch, ich fand das, aufladen kann. Gibt es etwas, ja, irgendwie eine Richtung der Naturdichtung, in die Sie sich einschreiben würden? Sind Sie eigentlich ein verkappter Romantiker? Ein Aufklärer eher nicht, würde ich denken. Also in der Naturdichtung der Aufklärung würde ich Sie zumindest nicht verorten. Aber gibt es etwas, in das Sie sich einschreiben? Denn es ist ja sehr offensichtlich, dass Ihre Dichtung sich sehr, Sie haben es eben auch schon selber erwähnt, auch mit Vorgängern auseinandersetzt, was jede Dichtung tut. Also ich glaube, ich habe schon ein paar Dichter erwähnt und ich glaube, diese englische und amerikanische Art der Dichtung, die ganz demokratisch ist und die sagt, nicht nur hat jeder die Möglichkeit und das Wissen und die Sprache, ein Gedicht zu lesen, nicht nur sollte ein Gedicht etwas sein für jedermann, sondern hat auch alles es verdient, ins Gedicht zu kommen. Diese Richtung fühle ich mich sehr verpflichtet, die sozusagen noch das kleinste Ding willkommen heißt im Gedicht. Und das ist eine Tradition, die im Grunde über Heaney, Ted Hughes, Charles Simic, den wunderbaren William Carlos Williams, der auch die kleinsten Dinge aufgenommen hat, bis zu Walt Whitman, dem Urvater der amerikanischen Dichtung, zurückgeht, der sagte, diese Waldbeere hier hat es verdient, in den Hallen des Himmels zu hängen. Und dann eben auch die Waldbeere aufnahm in seine Leaves of Grass. Und überhaupt, der Titel Leaves of Grass zeigt schon, dass sozusagen auch die Halme, über die wir jeden Tag gehen, die wir kaum wahrnehmen und es sind zu viele, um sie zu würdigen, eben doch gewürdigt werden sollten. Und das wäre eine Tradition, die mir sehr wichtig ist, die sagen, ohne die Dinge zu verherrlichen, ihr doch mehr als Wohlwollen, sondern etwas wie Respekt und Ehrerbietung entgegenbringt. Der wichtigste Name, den ich nennen müsste, wäre Francis Ponge wahrscheinlich, der sozusagen sich vollkommen zurücknimmt als Dichter und die Dinge in den Raum stellt und eben auch eine Amsel zum Beispiel wählt oder aber auch eine Kerze und andere Dinge. Sein berühmtester Gedichtband heißt Partie Pris des Choses, also die Dinge in den Vordergrund rückt und sich selbst eben nicht den Dingen sich nicht anmaßt, über sich selbst zu sprechen, indem er über Dinge schreibt, nicht die eigene Befindlichkeit der Dinge aufdrängt, sondern sie mit Ruhe und Interesse großer Neugier betrachtet und ins Zentrum seiner Lyrik stellt. Das ist eine Art, die mir äußerst sympathisch ist. Das leuchtet sehr ein, wie gesagt, also auch die Ehrfurcht vor der Schnecke. Oder die, was heißt die Ehrfurcht, aber sozusagen das Willkommenheißen der Schnecke wird ja sehr deutlich. Trotzdem nochmal die Frage, es gibt ja
das, was Sie, Sie kommen ja sehr auch aus dem englischsprachigen Raum, haben Sie eben auch beschrieben, Sie sind ja auch selber Übersetzer, da gibt es ja wirklich diese Kategorie des Nature Writing, die eigentlich, glaube ich, tatsächlich als Begriff auch nicht so gut übersetzbarer ins Deutsche ist, also wirklich eine eigentlich englische Kategorie ist und die auch eine sehr politische Dimension ja hat. Also und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass der Begriff so seit so 5 bis 10 Jahren, würde ich glaube ich sogar eher so sagen, also auch ganz durch den Verlag Matthes Seitz, natürlich auch nochmal mit diesem Nature Writing Preis, so in den deutschsprachigen Raum rübergenommen wurde. Ist es etwas, womit sie sich identifizieren kann? Ist über Naturschreiben etwas Politisches? Ist über Dichtung etwas auch Politisches? Neulich sagte jemand zu mir, dass sogar ein Dichter wie Wilhelm Lehmann sozusagen jetzt plötzlich einen politischen Aspekt hätte. Die Naturdichtung von Lehmann, über die sich Gottfried Benn noch lustig gemacht hat, indem er sich über die Bewissbare von Gräsern und Nüssen mokiert hat, weil sozusagen Natur etwas so Gefährdetes geworden ist, dass die Zuwendung oder die Hinwendung zur Natur, das Schreiben von Natur, automatisch etwas Politisches bekommt, sozusagen das ins Zentrum rücken lassen von Naturgegenständen, von dem, was so bedroht ist. Das Beschreiben oder das sich Widmen einer Tierart, die jeden Tag verschwinden kann. Also jedes Gedicht über das Breitmaul-Nashorn sozusagen hat jetzt wahrscheinlich automatisch etwas, was einen daran erinnert, was verschwinden kann und was unsere Verantwortung dem gegenüber ist. Insofern glaube ich schon, dass man bei Naturgedichten so argumentieren kann. Es gibt sogar eine ganze Richtung, wieder im englischsprachigen Raum, von Lyrik, die sich Eco-Poetry nennt. Also ökologische Poesie, die sich ganz dem Thema verschreibt und tatsächlich auch fast schon Manifestcharakter hat. Ich selber bin nicht Teil von einer solchen Gruppe und würde es auch nicht sein wollen, aber ich sehe, warum es das gibt und denke, die Haltung, die dahinter steckt, sich selbst zurückzunehmen und den Menschen aus dem Zentrum zu verdrängen und den Dingen im Sinne von Francis Ponge die Arena zu überlassen und zu sagen, schaut euch das doch mal an. Schaut euch das bitte mal in Ruhe an und bedenkt gut, was ihr da vor euch habt, bevor es durch eure Schuld verschwindet. Das hat natürlich etwas Politisches, ja. Und grundsätzlich, also auch ohne sozusagen, ohne dass man einen anklagenden Paarreim am Schluss bringt, ich glaube erst recht, wenn man darauf verzichtet, hat es etwas Politisches, weil es eine Aufforderung ist, neu zu denken. Und in dem Sinne hat Lyrik immer etwas Politisches, weil sie sich alle Freiheiten nimmt, alle sprachlichen Freiheiten und alle Freiheiten des Denkens und im Grunde jede Leserin und jeden Leser dazu einlädt, es dem Gedicht gleich zu tun, die Dinge zu hinterfragen, sie neu zu betrachten. Und das ist immer sozusagen etwas, was die verkrustete Denkstrukturen auflockert und dann auch etwas fundamental Politisches haben kann. Selbst dann oder erst recht dann, wenn keine tagespolitischen Themen im Zentrum stehen. Ja, also mir geht es eben auch so, dass manches davon kann ich gar nicht mehr unpolitisch lesen und ich weiß aber nicht, ob ich es vielleicht vor 10 Jahren noch anders gelesen hätte. Also es ist eben, dass die Tagespolitik ist ja sozusagen in der Rezeption trotzdem vorhanden. So, das ist ja auch so, dass, ich meine, ich habe vorhin über Hafiz gesprochen und es ist tatsächlich so, dass hier Gedichte, die in einer ganz anderen Zeit geschrieben wurden, und die überhaupt nicht politisch gedacht waren, plötzlich durch die Leser in einer vollkommen anderen Zeit oder sogar in einem anderen Kulturraum etwas Politisches bekommen. Also mir wurde von einer Hafiz-Kennerin gesagt, dass im heutigen Iran Hafiz durchaus gelesen wird als Kommentator des heutigen Geschehens. Also ein vor Jahrhunderten gestorbener Dichter sozusagen wird als Kronzeuge gelesen, dessen oder als Kommentator dessen, was heute geschieht und wird zitiert in Zusammenhang mit heutigen Geschehnissen. Das ist schon sehr erstaunlich und ich denke, das ist bei vielen Gedichten in unserem Raum ähnlich so. Ich glaube, man kann zum Beispiel Lehmann heute lesen oder auch andere Dichter, die ein Gedicht geschrieben haben über einen Gegenstand oder vielleicht tatsächlich über ein politisches Thema, aber doch über ein ganz anderes Thema, das plötzlich heute
wieder aktuell ist und als Kommentar zu einer Situation verstanden werden kann oder uns plötzlich aus der Seele spricht. Und das ist auch das Herrliche an Gedichten und gerade dann, wenn sie eben sich nicht festlegen lassen auf ein Thema oder auf eine Person. Also wenn eben nicht ein Politiker, ein König, ein General genannt wird, sondern das Gedicht für andere Leser zu anderen Zeiten genauso offen ist wie am ersten Tag, kann es eben über Jahrhunderte gelesen werden und immer wieder dazu einladen, es anzuwenden auf das eigene Leben und die eigene Erfahrung. Und das ist herrlich. In der Tat. Damit wir das noch öffnen können, sollten wir vielleicht zum Ende kommen. Vielleicht mögen Sie dieses eine Gedicht. Ich hatte Jan Wagner im Vorgespräch um ein Stadtgedicht gebeten. Und ich musste wirklich, als er mir den Vorschlag geschickt hat, saß ich vom Computer und musste wirklich laut lachen, als ich sah, was er mir als Stadtgedicht geschickt hat. Es heißt Pitbull, glaube ich. Und ich habe gedacht, ich glaube, das funktioniert wunderbar als Stadtgedicht in Berlin. Ob es auch in Garmisch-Partenkirchen funktionieren würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, jeder Berliner, jede Berlinerin fühlt sich dadurch sofort angesprochen. Ja, also sozusagen der Neuköllner Fauna gewidmet, direkt vor der Haustür geschrieben. Pitbull. Wer schuf den wuchtigen Kopf, diese Kreuzung aus Schraubstock und Fangeisen? Die Beine, die sich gegen alles stemmen, aus abgedunkelten Souterrains, einem Hades verrauchter Hinterzimmer, eine Drohung im hellichten Tag, das Fell zu klein für das, was sich unter ihm bündelt, die Batterie von Muskeln, erschütternd in seiner Hässlichkeit. Durch eine Brille aus Blut vor den unterlaufenen Augen starrt er dich an, während ein Tropfen Speichel sich von seinen Lefzen abseilt. Es ist das Bullenbeißerische, der Code in ihm, die nebelhafte Erinnerung daran, wie er ums blinde Gebirge eines Bären springt, einen Stier am Ring, den man mit Pfeffer für ihn reizt, das Brüllen, seine weiche Schnauze, während im Haus ein Cembalo erklingt, man einen Abend aus der Arena schleift. Weiter sagen die entzückten Schreie in seinen lachhaft kleinen Ohren, weiter, etwas verbirgt sich hinter dem Fleisch und er lässt nicht ab davon. Ja, vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle die Diskussion öffnen. Sie müssten allerdings aufstehen, mit Maske bitte auf und mit Maske auf, muss ich Sie bitten, und dann genau zu einem der Mikrofone gehen. Vielen Dank. Ist es schon an? Ja. Ja, vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. Ich war allerdings ein bisschen erstaunt. Sie sind ein sensibler Mensch und haben so treffliche Bemerkungen und deswegen bin ich aber erstaunt, dass dieses harte und völlig aus der Zeit gefallene Wort Unkraut sowohl in der Einladung als auch in Ihrem ersten Gedicht also stark vertreten ist und dann auch noch in einem anderen, habe ich es auch irgendwie noch, bin so ein Rettich und was weiß ich nicht mehr, noch gehört. Wie kommen Sie dazu, dieses Wort überhaupt noch als Naturfreund und Zeitgenosse zu verwenden? Unkraut ist also völlig out. So, das ist die erste Frage. Wenn Sie erlauben, noch eine zweite. Was ist ein Oger? Also dieses Froschkönig-Gleichnis da, das befremdet mich ein bisschen. Ich habe Michel Tournet gelesen. Da ist ein Oger was ganz anderes. Vielleicht können Sie diesen Begriff Oger noch mal darstellen. Dankeschön. Also ja, erstmal zur ersten Frage. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es ist falsch, vom Giersch als Unkraut zu sprechen. Und das tue ich auch gar nicht. Ich habe es, glaube ich, die habe ich ja nicht geschrieben, die Einladung. Ja. Die Einladung habe ich nicht geschrieben. Ich bin nicht dafür verantwortlich, für die Einladung. Okay, nein, also ich habe die Einladung nicht verfasst, ich habe damit nichts zu tun und ich habe das Wort im Gedicht auch nicht verwendet und würde es auch nicht tun, weil es, das ist eine... Im ersten Gedicht, Unkraut Giersch, natürlich.
Eigentlich nicht. Nein, das Wort Unkraut taucht nicht auf. Nicht zu unterschätzen, der Giersch. Nein, 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 nee, nee. Nee, 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 nee. Nein, das hätte mich jetzt schockiert, wenn es auftauchen würde. Nein, es taucht nicht auf. Nein, nein, nein. Nee. Ich habe, glaube ich, erwähnt, dass ich mit Gärtnerfreunden zusammensaß und die sich über das Unkraut Giersch beschwert haben. Und aus Gärtnerperspektive ist sozusagen das Präfix unverständlich wahrscheinlich, aber ich selbst stimme natürlich zu. Nein, ich würde es nicht als Unkraut bezeichnen und tue es auch nicht, in dem Gedicht nicht und auch sonst nicht. Das Unkraut habe ich noch nie benutzt. Also vollkommen richtig, was Sie sagen, aber bitte? Ja. Mit der Einladung habe ich nichts zu tun. Ganz kurz dazu, die habe ich geschrieben, also ich entschuldige mich an dieser Stelle dazu, möchte aber erklären natürlich, warum das so ist, weil natürlich sozusagen der Witz für mich schon in diesem Giersch genau darin besteht, dass es eben gemeinhin als Unkraut benannt wird und sie es dann damit würdigen, aber ich würde das in Zukunft also nicht mehr machen. Also ja, ja. Nehmen diese Schuld auf mich. Ja. Nee, es ist, im Grunde ist das ganze Gedicht ja sozusagen, wendet sich ja gegen den Begriff Unkraut, indem es sozusagen auch die Schönheit feiert. Ich meine, einerseits das Bedrohliche, andererseits das probierte Waage zu halten, aber es ist sozusagen alles andere als ein Un in dem Gedicht. Der Oger bezieht sich nicht auf Tournier, nein, sondern einfach auf eine große, erschreckende Gestalt. Gibt es weitere Fragen? Sie brauchen nicht zu erschrecken, da stehen Mikrofone, Sie können da einfach ganz gelassen mit Ihrer Maske hingehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mich freuen, wenn Sie uns noch zum Schluss in den Abend mit einem Gedicht entlassen würden. Ja. Ich lese noch ein Gedicht. Am Anfang habe ich den Versuch über Mücken gelesen. Es gibt diverse Versuche über andere Dinge, wie Zäune oder Zaunlatten, über Seife. Und ein viertes Gedicht, das ich jetzt noch lesen will, Rainer Kunze gewidmet, Versuch über Silberdisteln. Es gibt die Konstellationen des südlichen und des nördlichen Himmels und es gibt sie, die Silberdisteln. Zu finden beim Vieh auf den Weiden, nicht in den Glashäusern und Parks. Ihr Trick, so dicht am Boden noch schweben zu können, in Asterisken zu glimmen, bevor die frühe Nacht als Schatten einer Kuh auf sie fällt. Auch jener Astrologe, der im Dunkel zu lesen versteht, barfuß über die Wiese geht, wird an sie denken. Danke. Vielen Dank. Ich danke auch nochmal für die Einladung und für die schönen Fragen und das Gespräch. Es hat Spaß gemacht zu plaudern. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Es war auch ein sehr schönes Nachtgedicht jetzt hier noch ein bisschen am Ende. Kommen Sie gut nach Hause durch die Nacht. Bleiben Sie gesund in dieser Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, Sie alle hier zu sehen und wünsche Ihnen jetzt, bleiben Sie gesund, bleiben Sie aber Abstand. Kommen Sie gut nach Hause.